in diesem Bereich. Es mussten also drei Personen getötet werden. So viel zur Denham Town Police Station. Superintendent Hewitt hat klar gesagt, dass hier Krieg herrscht. Und es gibt eine definierte Linie, ab der die Polizei attackiert wird und die Gangs gegeneinander kämpfen. Ich denke, genau dort müssen wir hin, um herauszufinden, was hier wirklich Sache ist. Aber für Ausländer ist es unmöglich, ohne ortskundige Begleitung in die Slums zu gelangen. Morgen treffe ich eine Kontaktperson, die mir Zugang zu einigen der gefährlichsten Verbrechern Jamaikas verschaffen wird. Die Gangs hier sind seit 40 Jahren im Kriegszustand. Am 6. August 1962 löste sich Jamaika von der britischen Krone und wurde unabhängig. Nachdem die Briten das Land verlassen hatten, wurden Wahlen abgehalten, bei denen die JLP, die Jamaican Labour Party, gewann. Die Regierung errichtete sofort Häuser für ihre Anhänger. Doch auch die oppositionelle PNP, die People's National Party, ließ Häuser bauen. Dies führte bald zu Streitigkeiten über Grundstücke und das Stadtzentrum von Kingston teilte sich in politische Bezirke auf. Schließlich kamen die Bandenchefs, die sogenannten Dons, und übernahmen die Kontrolle über die Stadt, indem sie Gangs bildeten. Sie hatten Verbindungen zu einflussreichen Leuten. Und man sagt, dass die Gangs bei den Wahlen 1980 Waffen von den politischen Parteien zur Verfügung gestellt bekamen, mit dem Auftrag, im wahrsten Sinne des Wortes für Stimmen zu kämpfen. In diesem Wahljahr starben 800 Menschen. Knapp 30 Jahre später sind die Konflikte zwischen den Gangs noch immer nicht beendet. Allein 2006 wurden in Jamaika 1300 Menschen getötet. Der einzige Weg, um herauszufinden, warum die Kämpfe zwischen den Gangs immer noch weitergehen, ist, mich unter die Gangmitglieder zu mischen. Ich konnte eine Kontaktperson finden, die mich in die Slumviertel von Kingston bringt. Wir fahren gerade nach Craigtown, fest im Griff der PNP. Ohne Begleitung würde ich hier wahrscheinlich erschossen werden. Unser Kontakt zu den Gangs ist Sarah Manley. Sie genießt hier großen Respekt, weil ihr Vater und ihr Großvater Premierminister in der PNP waren. Der Treffpunkt mit Manley ist ein Parkplatz in einem Wohnviertel von Kingston. Die Gangs kennen meinen Truck nicht und würden uns daher an der Grenze des Gangreviers aufhalten. Daher lassen wir den Truck hier und fahren mit Sarahs Van weiter. Doch auch sie muss vorsichtig sein und darf nur eine bestimmte Straße befahren. Ursprünglich war das die Hauptverkehrsroute zwischen dem Stadtgebiet und dem Hafen. Heute ist sie eine neutrale Zone zwischen den Ganggebieten. Kaum ein Zivilist traut sich, sie zu befahren. Viele Einheimische kommen nie in diesen Teil der Stadt. Was würde dann passieren? Die Gewalt hier kann man nicht einschätzen. Man könnte von einem Querschläger getötet werden. Der eigentliche Krieg richtet sich nicht gegen Fremde. Die Gangs bekämpfen sich gegenseitig. Sie sprechen von einem Krieg. Ja, alle nennen es einen Krieg. Hier oben sind Öltonnen aufgestellt, um die Leute davon abzuhalten, darauf zu fahren. Sie blockieren ihre Straßen, damit niemand reinfahren kann und aus dem Auto das Feuer eröffnet. Sind das Gebietskämpfe wegen Drogen oder aus politischen Gründen? Es ist wie beim Schälen einer Zwiebel, Schicht für Schicht. Es geht um das Territorium, Drogen und darum, wer wem seine Stimme bei den Wahlen gibt. Außerdem herrscht Krieg zwischen den Dons und einzelnen Personen. Es passieren auch viele Rachemorde. Wenn also jemand getötet wird, kommt es zum Schneeballeffekt. Ja, und das kann jahrelang so gehen.
2006 wurden 48 Menschen in und um Craigtown getötet. Als wir in den Bezirk einbiegen, finde ich es schwierig, mir vorzustellen, dass in diesem friedlich wirkenden Bezirk an 3 von 4 Grenzen Krieg herrscht. Dieser Ort wirkt harmlos, aber das täuscht. Überall hier wurden bereits Menschen umgebracht. Man fährt durch Straßen, an denen noch Blut klebt. Das ist leider die Wahrheit. Jamaika ist nicht ohne Grund eines der Länder mit den meisten Morden weltweit. Es herrscht eine brisante und instabile Situation. Die Menschen befinden sich seit mehr als 30 Jahren im Kriegszustand. Da reicht eine Kleinigkeit und es geht wieder los. Nachdem ich schon an einigen solchen Orten auf der Welt war, kann ich sagen, dass man die Gewalt hier förmlich spüren kann. Es ist noch früh am Morgen. Aber wir werden bereits jetzt von den Menschen misstrauisch beobachtet. Wie in einem Kriegsgebiet. Dank Sarah sind wir sicher in die Slums gekommen. Aber nur, weil uns der Don von Craigtown seinen Segen gegeben hat. Ihn zu treffen ist aber kein Thema. Hier geduldet zu sein, ist bereits ein großes Privileg und nicht alltäglich. Russ, this is Wani. Wani, this is Russ. Wani ist 24 Jahre alt und seit seiner Kindheit Gangmitglied. Er mag zwar harmlos aussehen, aber er ist als Drogendealer bekannt. Die Abendschule. Im Jugendzentrum? Als erstes bitte ich Wani um eine Stadtführung in Craigtown. Es ist ein kleiner Bezirk mit der Größe von 4 Fußballfeldern. Das ist die Pier Street. Eine gefährliche Straße. Warum? Schon vor meiner Geburt war es hier gefährlich. Der Gazastreifen. Gefährliches Gebiet. Dann passt der Name ja. Wani stellt mir das letzte Opfer der Nachbarschaftskriege vor. Hi Johnny. Good to meet you, I'm Ross. Den 20-jährigen Johnny. Was ist passiert? Ich wurde angeschossen. In den Fuß? Ja, an 2 Stellen. Was für eine Kugel war es? Von einem Gewehr. Die Kugel steckt noch in seinem Fuß. Da ist die Kugel. Die kriegt man nicht mehr raus. Wer hat auf dich geschossen? Keine Ahnung. Die Männer kamen in der Nacht. Also ein Hinterhalt. Wie viele waren es? 4. Sie schießen auf jeden, den sie entdecken. Jeden aus Craigtown, den sie sehen. Gute Besserung. Als Drogendealer muss Wani Leute wie Johnny beschützen. Doch auch er wurde beinahe Opfer eines Hinterhalts. Er zeigt mir die Stelle, an der es passiert ist. Direkt an der Grenze. Siehst du die Einschusslöcher an der Wand da? Ja, sehe ich. Wohnt hier noch jemand? Ja, da leben Leute. Wenn man sich vorstellt, was die Schüsse bei Menschen angerichtet hätten, das war keine 9 mm. Nein, Großkaliber. Kalaschnikow. M1 Stinger. Brich die Knochen und zerreiß das Fleisch. Wani zeigt mir, von wo aus die Schüsse abgefeuert wurden. Sie kamen ganz aus der Nähe. Sie haben von da drüben auf dich geschossen? Könnten Sie sich durch uns hier provoziert fühlen? Ja, ist gefährlich. Darüber können wir nicht gehen. Da ist der Feind. Nicht unser Revier. Wenn wir die Linie überqueren, bekommen wir ernsthafte Probleme. Ein verrückter Freund von uns ist immer mit dem Fahrrad direkt da reingefahren, zu seinem Lieblingslebensmittelgeschäft. Als er drüben etwas zu essen gekauft hat, haben sie ihn festgehalten und ihm den Kopf abgeschnitten. Es ist schwer zu glauben, dass lokale politische Differenzen zu derartiger Gewalt führen können.
Zu meiner Überraschung stelle ich fest, dass die Leute auf der anderen Seite nicht zur JLP gehören.